kleine Babys sprangen auf dem Bett. Eins fiel herunter und stieß sich am Brett. Mama rief den Doktor und der Doktor sagt: Keine Babys springen mehr auf dem Bett. Vier kleine Babys sprangen auf dem Bett. Eins fiel herunter und stieß sich am Brett. Mama rief den Doktor und der Doktor sagt: Keine Babys springen mehr auf dem Bett. Drei kleine Babys sprangen auf dem Bett. Eins fiel herunter und stieß sich am Brett. Mama rief den Doktor und der Doktor sagt: Keine Babys springen mehr auf dem Bett. Zwei kleine Babys sprangen auf dem Bett. Eins fiel herunter und stieß sich am Brett. Mama rief den Doktor und der Doktor sagt: Keine Babys springen mehr auf dem Bett. Ein kleines Baby sprang auf dem Bett. Da fiel es runter und stieß sich am Brett. Mama rief den Doktor und der Doktor sagt: Kein Baby springt mehr auf dem Bett. Kein kleines Baby sprang auf dem Bett. Keines fiel herunter und stieß sich am Brett. Mama rief den Doktor und der Doktor sagt: Steck deine Babys endlich wieder ins Bett. Was siehst du in deinen Träumen? Ich sehe solch wundervolle Sachen.
nicht auch? Finger biss er denn diesen an der rechten Hand?
Weißt du, welche Lebensmittel dich ganz schlau machen? Lass uns sie besingen. Beeren, Früchte, Brokkoli und Tomate. Ist davon so viel du essen kannst. Wir suchen ihnen Walnüsse, Avocados und Samen. Esst sie auf, das ist gut für euren Kopf. Wir singen noch einmal. Früchte, Brokkoli und Tomate. Ist davon so viel du essen kannst. Wir suchen ihnen Walnüsse, Avocados und Samen. Esst sie auf, das ist gut für euren Kopf. Wir singen noch einmal. Früchte, Brokkoli und Tomate. Ist davon so viel du essen kannst. Wir suchen ihnen Walnüsse, Avocados und Samen. Esst sie auf, das ist gut für euren Kopf. Wir singen noch einmal. Jetzt wisst ihr alle, wie man so richtig schlau wird.